Hallihallo und herzlich willkommen da draussen, liebe Freundinnen und Freundinnen und Freunde von der farbigen Klötzli. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klemmbausteine mit dem Cyril. Mit mir, das bin ich. Ja, hallo. Es ist Dienstag wieder einmal. Es ist 5 ab 1 und wir hocken direkt vor dem Lego Bruchtal, wo ihr gar nicht seht. Hier. Wie geht's euch so? Seid ihr gut in die Woche gestartet? Habt ihr ein freudiges Tag gehabt? Und hinter euch, ich habe morgen ziemlich Mühe gehabt und dann bin ich unter der Dusche mal schön kalt durchgeduscht und dann ist es wieder besser gegangen. Ja, oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. Ich habe so viel zu tun, Leute. Ich weiss gar nicht, wo ich hin soll mit meiner ganzen Arbeit. Es ist crazy momentan. So viele kleine Projekte, die anstehen, die im Endeffekt natürlich auch euch da draußen betreffen, wo ich jetzt aber noch kein Wort darüber verliere. Aber ich darf gespannt sein, das wird ganz, ganz, ganz gross. Eine coole, tolle Sache für alle Nerds, Nerdinnen, Geeks, Geeksinnen da draußen. Da freue ich mich enorm drauf. Ich hoffe, ihr habt gestern einen coolen Podcast gehabt mit Steffi und Nico. Ich glaube, die haben ja jetzt ein bisschen schon gestartet mit dem neuen Format, mit dem kürzeren Format. Also TLC, hey, hallo, ein Einhorn, hallo zu dir. Wie geht's dir heute? Und ich glaube, das ist doch gar nicht so schlecht, wenn man das Format ein bisschen knackiger und kürzer haltet. Was findet ihr so? Zu dieser ganzen Thematik sind wir natürlich immer froh, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen. Findet ihr das cool, wenn es ein bisschen kürzer ist, ein bisschen prägnanter, präziser, exakter? Oder habt ihr eigentlich vorher das gefeiert, so wie wir einfach im Zeug rumgeliert haben? Wer weiss. Montag letzte Woche haben wir noch, nachher bin ich dann fertig, dann fangen wir an, ein Interview gehabt mit dem Clemens Luger, Brettspielentwickler von, da hinten, so, hier, Magical Friends and How to Summon Them. Habe ich toll gefunden, bin immer noch voll geflasht von dem tollen Mensch. Und das wird, ich brauche jetzt noch ein Feedback von der Steffi, aber entweder geht es heute online, heute am 6. oder morgen am 12. wenn ihr es dann noch im VOD schauen könnt. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gerade... Wow, der ist ein langer Weg gegangen. Okay. Kennt ihr das? So mit Niesen und dann wisst ihr das und versucht es und dann geht es wieder durch und dann... muss doch... okay. Ja. Gut. Reinigungskraft in Gang 4, bitte. Ja, danke, ist alles verdreckt hier. Zum Glück ist der Kübel nebendran. Ne? Zum Glück. Also, ja gut, ich habe euch ja mal gesagt, ich hätte kein Kleberli fürs Lego Erderinge Bruchtal 10.3.16, das weiss ich mittlerweile. Und schaut mal, was ich da habe. Ja, Klebi! Kleberli! Sie haben sicher auch schon im Titel gelesen. Wir haben endlich die Klebis bekommen. Das heisst, wir gehen noch mal kurz zurück. Darum habe ich jetzt vorher auch den Turm gezeigt. Kurz zurück bringen die 4 Klebis an, die wir eigentlich schon hätten sollen, draufkleben. Und ich hoffe, ich kann das irgendwie gescheit machen. Hier werdet ihr vielleicht gerade nicht viel sehen, weil das hier ist ja eigentlich das Gemälde. Und zwar das da hier unten. Ich habe jetzt mal ein bisschen Kamera, aber wir können Zoom haben, wir können es trotzdem. Der wunderschöne Kampf Sauron gegen den Hochkönig von Gondor. Mit dem zerbrochenen Schwert Narsil. Das heisst, ich muss jetzt ganz kurz hier nochmal ein bisschen wegknübeln. Dass ich das Klebi irgendwie gescheit platzieren kann. So, jetzt Fokus, Leute, Fokus. Ja? Vielleicht noch den Staub ein bisschen weg. Wow! Absolut
Perfekt. Wäre das eine Sammelkarte, dann wäre das ein 10 von 10 Rating. Absolut perfekt, ich sag's euch. Jetzt machen wir noch da hier wieder zu. Oh, jetzt habe ich irgendetwas. Ah, das ist schon mal so. So einen Holzbocken. Wow! So sieht doch das aus. Herrlich! Also perfekter hätte man das ja nicht mehr platzieren können. So, und jetzt brauchen wir von da innen noch. Ja, hervorragend. Hervorragend. Das Bett nämlich. Ich habe dann schon mal die Seite aufgeschlagen. Genau. Einerseits brauchen wir hier. Das da. Hier das da. Da die elfische Figur, die über unserem Bett hängt. Große Schwierigkeit natürlich, weil das Teil ein bisschen rund ist. Hat aber gut geklappt. So. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Das können wir auch bereits schon wieder reinklappen. So sieht das jetzt aus. Gut. Und jetzt noch die Bettdecke. Die haben wir da. Die braucht nämlich ein bisschen. Wow, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie schnell das gegangen ist? Unbelievable! Ist eigentlich Zufall gewesen. Ich wollte noch gar nicht fix ankleben, aber heute habe ich ein Skill-Level von über 9000. Oder auch nicht? Es sinkt bereits schon wieder. Von Kaioken 20 auf Kaioken 2. Gut! So, haben wir unser verziertes Bettchen. Das kommt jetzt noch da wieder rein. So, jetzt haben wir Klebis aufgeholt. Prima. Dann geht's wieder ab zurück. Tschüss mit dir und hallo Wasserfall. Ich weiß immer noch nicht, welche Figur das da ist. In den random Zwerg. Ja, weird. Weirde Sache. Oh, es ist schon wieder warm hier. So, gut. Bitte haben wir auch schon parat. Ich hoffe, ihr seid auch ready. Und dann können wir da endlich mal eine Runde losklötzeln. Schön so ein erdiges Grün. So, recht das Natürliches. Also natürlich nicht da die knalligen, aber die da. Also das ja, Militärgrün kann man schon fast sagen. Camouflage! Oh, da hat es doch noch Teile. Fast hätte ich es weggerührt. Aber meine Adleraugen haben mich gerade noch davon abgehalten. So, dann nehmen wir mal raus, was wir brauchen, weil das alles so ähnlich aussieht. Ah, da kommen wieder Pop-Ups, Leute. Immer die gleichen. Hey, kannst du mich updaten? Ich bin schon so veraltet, bitte! Hey! Geh weg! Raus mit dir! So, ja, ihr seht das, das ist gut. Wunderbar. Erinnert mich wieder daran, dass ich eigentlich so gerne mal möchte auf Neuseeland und einmal durchs Auenland durchhüpfen. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? In Neuseeland war und dort grüne Drachen und den Baum dort bei Beutelsend anschauen. Da kann man ja buchen, es kostet ein Vermögen und man muss es ziemlich schnell machen, habe ich gehört, weil der Oli bei uns im Team, der hat das schon mal gemacht. Feudgrau, Entschuldigung.
Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, was die Farbe so heisst. Und er hat gesagt, eben, man muss irgendwie in den grünen Drachen, er hat nur eine halbe Stunde Zeit und dann muss man wieder raus, weil dann kommt nachher die nächste Gruppe. Finde ich recht krass. Also ja, kannst du das so wirklich geniessen? Wahrscheinlich kannst du einfach so ein deine Fotos machen und dann tschüss, ade, merci wieder. So fühlt sich das ein bisschen an. Aber vielleicht auch schon mal, oder ich meine, Neuseeland hat ja noch viel mehr zu bieten als jetzt nur das. Diese wunderschönen Landschaften. Im Norden oben hast du noch ein Schneegebirge und im Süden unten hast du einen Strand und eigentlich komplett alles, was du da brauchst und dir kannst vorstellen. Wie kommt man das an? So. Und der kommt so. Oh, brauchen wir zwei von diesen grünen? Ah, ja. Da kommt noch ein Abschluss. Das ist jetzt die kleinste Anleitung, die wir haben. Die ich hier auf der Seite habe. Die werden wir am schnellsten haben. Und nachher kommt aber eine, die ist, also die dritte und letzte, die ist etwa so dick wie das 1 und das 2 zusammen. Das wird nochmal ein ziemlich langes Weile dauern. Dann kommen wir aber zu den coolen Sachen. Dann kommen wir zu Sachen wie eben die Szene mit den Gefährten, der Rat von Elrond und so. Die Sachen kommen dann. Das wird schon recht gäbig. So, auch noch so ein Rundes, genau. Halbrunds. Viertelrunds. Ja, erzähl doch mal, was sind ihr so am Bauen aktuell? Grüß euch miteinander, seid ihr auch fit und knusprig? Barrix, natürlich! Für dich gebe ich immer alles. Für dich gebe ich alles. Da überspiele ich auch meine zum Teil vorhandene Müdigkeit. aber ich freue mich immer noch so auf den Dienstag, wenn ich mit euch natürlich kann klötzeln. Und dann bin ich so nervös in meinem Bettli, oder? Und drehe mich von der einen Seite auf die andere. Und dann vergehen so Stunden, oder ich verstehe das. Dann bin ich nie so richtig ausgeschlafen. Das ist natürlich bitter, oder? Das ist halt einfach wegen euch. Bin ich immer so nervös. Du hast letztens doch tatsächlich ein Minion zusammenbauen. Rat mal, wir wahrscheinlich einen Sack voll Teile gefällt. Aha! Aber was wirklich? Nein! Ein ganzer Sack! Jetzt ohne Seich. Das habe ich jetzt noch nie gehört, dass wirklich ein ganzer Sack gefehlt hat. Ich komme ja zum Teil da die Reklamationen über von euch Kunden da draußen. Krass. Und wahrscheinlich hast du es jetzt aber schon bestellt über die Seite, wo man die kann beantragen kann. Die haben wir ja letztes Mal haben wir die angeschaut hier im Stream. Das ist ja ziemlich unkompliziert. Also ich meine, ich habe es jetzt gerade bewiesen, oder? Ich habe die letzte Woche? Nein, vorletzte Woche habe ich sie bestellt. He? Aber die können jetzt natürlich schon ein Weile da rumliegen. Haben beide von diesen Stickerbögen gefehlt oder im schlimmsten Fall sind sie dort noch kleben geblieben innerhalb von der Verpackung für die Anleitung. Und die haben wir jetzt zugeschickt bekommen. Unkompliziert, schnell, einfach. Da hat jetzt auch Lego überhaupt kein Drama daraus gemacht. Also, man zahlt auch ein bisschen für den guten Service, würde ich sagen. Oh ja, das war super. Sehr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Also ich habe mal ein Set gekauft und das erste Minion zusammengebaut. Wahrscheinlich habe ich dort für das zweite Minion eben irgendwo die Teile vernuschelt, aber ich weiss es halt nicht, wo ich gemerkt habe, dass die Teile wirklich nie sind. Du hast aufgegeben und alles zusammengepackt. Und ab in Köppel, oder was? Wir schweigen jetzt alle mal geschwind eine Minute für den Verlust vom zweiten Minion vom Barracks. Tragische Geschichte. Natürlich mein aufrichtiges Beileid für das Beuteli, das dir jetzt fehlt. Hast du nicht wollen bestellen? Also sie salutiert ebenfalls einen ehrenhaften Moment hier bei uns. Zweite Minion habe ich zwei komplett neue Säcke aufgemacht. Das war wirklich noch verpackt und hat die Teile einfach nicht. Jetzt weiss ich nicht, ob die Teile einfach dort innen fehlen oder ob es noch mehr ist oder keine Ahnung. Also wenn es nicht drinnen ist, dann ist es nicht drinnen. Dann bestellst du es. Ich meine, es kann ja durchaus mal vorkommen, aber... Was willst du jetzt einfach den Karton ausleeren? Einen leeren Karton und dort drinnen ist einfach nichts. Wo es nichts hat, gibt es nichts, oder? Aber vielleicht habe ich ja ein Säckchen irgendwo verleiht, wo ich noch mitteile. Ja gut, das... ich weiss natürlich nicht, was du da für eine Ordnung oder dementsprechend so Ordnung erhaltest, oder? Ich könnte es natürlich schon sein, dass du es irgendwo vernuscht hast. Und ich habe Insektenschutz-Rollos montiert, hat da eine Schraube gefällt, habe ich gegangen. Beim nächsten genommen, beim letzten hatte ich einen Pech. Keine Ersatzschraube. Schade. Ja, wäre ja die Hoffnung noch rum gewesen, oder? Dass vielleicht dann im letzten Moment noch beim letzten Sack die Schraube noch drin gewesen wäre, oder? Aber ich hätte es genau gleich gemacht in der USCC. Genau gleich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jetzt müssen wir drehen. Das und das und das. Cool, also das ist ein definitiver Stecker, oder? Das wäre sonst ziemlich ein seltsamer Stein, der so geformt ist. Man könnte natürlich sein, dass es wirklich ein Stein ist und die Elfen haben einfach mit ihrem magischen Zauberwerk daraus so eine wunderschöne Stege geformt. Die Elfen, Entschuldigung, Jesus. Der ganze Hate, ich spüre gerade, wenn er da aus dem Internet zu mir durchdringt, mich versucht zu erwürgen. So richtig der Darth Vader Griff wieder ausübt. Bin jetzt endlich nachher bei Mandalorian. Siebte Episode geschaut. Ich hoffe, es kommt noch eine 8, aber ich gehe schon schwer davon aus, dass es insgesamt 8 werden sein. Oder? Weiss das jemand von euch schon, ob da 8 geplant sind, 8 Folgen?
Ah, da kommt ein bisschen schönes Grün dazu. Herrlich. Herrlich. Hat der Troy mal irgendetwas gesagt wegen dem Tech Talk? Der hätte doch sollen, mal noch Tech Talk machen, aber dann hat es irgendwie technische Probleme gegeben. Im Tech Talk. Wie passend. Are we try turning it off and on again? So quasi der. Schön ein bisschen Mauswuchs verteilen hier. Und. Hä? Ah, das habe ich jetzt schon montiert. Ja, gut. Hey, heute kommen wir richtig gut voran. Ich bin voll konzentriert. Voll im Flow. Schon wieder drehen. Das gibt so wie einen Gang hier. He? Irgendetwas wird da noch. Etwas Größeres wird da noch kommen. Ist ja cool, dass hier so wirklich. Eben, es ist alles ein bisschen unförmig, oder? Das hat so ein die Natürlichkeit von dieser Natur. Also. Von dem Fluss hier einfach so ein bisschen vermittelt und vom Fels und allem. Drei. Zwei. Ich tue es jetzt aber rauszählen, dann weiss ich wirklich. Die muss ich verbauen und dann ist gut. Wow, ich glaube, es wird wirklich wieder Sommer. Hey, ich muss jetzt das Fenster aufmachen. Oder ist da unsere Lampe einfach kaputt und brötelt mir hier irgendwie mit 70 Grad auf den Kopf oder so? Es ist einfach heiß. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, das ist das da. Okay, ja. Das macht Sinn. Dass das da noch kommt. Okay. So. Heute fetzen wir richtig durch. Dann seht ihr auch mal ein bisschen Fortschritt hier. Ich bin mir sicher, die haben ja schon richtig Angst, dass wir da nie fertig werden. Und letztes Mal haben wir für 1 Sekunde ja schon gesehen, was wir als nächstes werden bauen. Und da freue ich mich halt auch schon riesig drauf. Also so geht es natürlich richtig einfach. Wenn man da pro Seite nur so und so viele Teile verbauen muss. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Minion-Lego-Set gibt im Fall. Ist das eines von diesen, wie heissen die, Nano-Heads oder so? Haben sie doch rausgebracht, kam mal vor längerer Zeit, oder? Wo so ein bisschen ist wie die Funko-Pops, einfach mit Lego-Steinen. Ich habe dann nämlich auch mal eine geschenkt bekommen, die Wonder Woman. Hat zwar mit dem Wonder Woman nichts am Hut, er hat mir auch eine andere Figur schenken. Ich weiß gar nicht welche. Echt ein Spider-Man, aber die hat es nicht mehr gehabt. Dann habe ich halt Wonder Woman bekommen.
weiß gar nicht, wo die hingekommen ist. Also bei mir oben ist sie einmal nicht mehr in der Wohnung. Genauso wie mein Nintendo 3DS. Immer noch, wer den geklaut hat, wenn man ihn noch zurück ist, dann gibt es auch keine Anzeige. Ist absolut ausgeschlossen, dass ich den verhühnert habe. Also wo kämen wir da hin? Das wäre das Gleiche, wie wenn ich hier würde beim Lego-Set einfach die ganzen Kleberli verlieren oder so. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert, zum Beispiel. Schon so ein typisches Lego-Ding gewesen. Halt einfach ein kleines. Aha. Schon? Warte mal. Ich habe das jetzt wieder geflickt. Ja. Okay. Bin ich auch schon mal über den Weg gelaufen. Ah, siehst du, ich habe jeden Tag gemeint. Brickheads. Genau, Brickheads heissen die. Die habe ich gemeint. Aber dann hast du in dem Fall das große. Das große Set. Ah nein, andere Seite. So, das ist noch so ein spitz Holz gewesen. Ah, eben etwas fehlt. So, jetzt sieht es besser aus. Wow, eine Seite für zwei Teile. Das kann ich. Ha! Und schon fertig. Ich lache der Angst ins Gesicht. Ha 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 ha. Ah, Höhle der Löwen. Nein, nicht Höhle der Löwen. Lion King. Auch schon das will ich nicht mehr sehen. Werdet ihr bei so Filmen emotional? Also Lion King ist so etwas zum Beispiel, da brechen bei mir alle Dämme. Wenn dort Mufasa stirbt, das verkraftet mein Herz einfach nicht. Das ist einfach zu krass. Aber ich bin in der allgemein auch recht nah am Wasserboot, würde ich jetzt behaupten. Zum Glück ist das in der heutigen Zeit auch okay und nicht mehr ein Zeichen von irgendwie einer Schwäche oder sonst in einem komischen Brunz. So, das sieht eigentlich dann aus, als bräuchten wir gerade alle. Alle Teile. Das noch. Ja, machen wir mal Blümli. Blättli. So. Wo kommt das? So. Da. Und die da nicht, hä? Okay. Haben wir wieder ein paar Führige. So weit sind wir. Jetzt gibt's gerade zwei Beuteli. Der Doppelbeutlin. Quasi. Phantom CA, merci vielmals für den Lurk. Immer gern gesehen. Danke dir. Schön, dass du ein bisschen so abhängst bei uns. Ah, ich habe nicht gerne so grosse Teile. Dann sieht man so in den Fortschritt. Aber never mind, es sind ja noch ganz viele kleine. So. Oh, das gibt es ein Innenleben. Das gibt es ein Gebäude. Ein Gebäude. Ah, da haben wir sogar schon drin geschnitten. Ein kleines Fensterli. Wo wir sogar platzieren dürfen. Interessant, he? Also ich meine, das zeigt ja gegen die Wand hier, aber offenbar tun wir dort noch irgendetwas dran montieren. Sehr wahrscheinlich ja in das Gemälde vielleicht.
So, du musst ein bisschen weg. Du bist einfach zu gross, um hier in der Mitte rumlungern. Ich muss das Zeug da alles auf einmal sehen. So. So, Tischbeinli. Eine Laterne. Cool. Das Teil habe ich jetzt auch noch nie in der Hand von Lego. Und da kommt natürlich dann noch eine Flamme rein. Aber noch nicht jetzt, leider. Auch wenn ich ja sehr ein Pyromantiker bin. kann man das so sagen? Ich erfinde das Wort jetzt einfach. Also ich sympathisiere mit Feuermagie auf jeden Fall. Ist schon sehr sexy. Wenn ich würde ein Element kontrollieren, wäre es wahrscheinlich in der Luft. So ein bisschen wegen dem Fliegen auch und so. Was wäre das bei euch für ein Element, wenn ihr eins könntet auswählen? Meinetwegen auch irgendwelche Fantasy-Elemente, sagen wir mal von One Piece, wie Larry oder so. Der Troy sagt, Kaffee wäre sein Lieblingselement. Der fließt doch eh schon durch dich durch. Was willst du jetzt da noch? Troy, wenn du schon da bist, Kaffeebänder. Okay. Und wie äußert sich die Kraft jetzt genau? Einfach, dass du aus allem kannst, Kaffee machen, oder wie? Oder du kannst den Kaffeefluss kontrollieren. Oder du kannst aus dem Nichts raus Kaffee erschaffen, oder wie geht das? Aus dem Nichts raus Kaffee erschaffen. Okay, fantastisch. Also und eigentlich willst du ja nur Starbucks ersetzen, oder? Dass du dann den grossen Kohle machst. Weil du hast ja keinen Aufwand, du hast keinen Warenaufwand. Du kannst einfach Kaffee hier so quasi, so wie der Spider-Man, machst du so und es kommt so Kaffee raus. Aber wäre das dann kalter Kaffee oder heißer? Und würdest du den Kaffee in deinen Venen dann spüren, wenn er heiß wäre? Oder wärst du dann auch heiß? Treu wäre ich die beste Kollegin mit dieser Fähigkeit. Ja, ich glaube, er hat plötzlich ganz, ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen, ja. Ah, das gibt Schmiede, ja. Das sieht je nach einem Schleifstein aus. Wage ich mal zu behaupten. Da kommt auch die schöne Laterne. Und jetzt sehen wir einfach, was das Löchli da ist. Weil da kommt nämlich die Halterung von der Laterne rein. Aber nicht so weit. Moment. Das muss ja schon ein bisschen vorne überhängen. So. Schon wieder Pop-Ups. Jetzt haut doch ab hier. Bist du nicht sicher, ob kalter oder warmer Kaffee oder heißer Kaffee haben? Du kannst natürlich sagen, es ist kalter Kaffee und hast dann quasi intern in dir so einen ewigen Jungbrunnen. Weil aufwärmen kannst du dann nachher ja immer noch. Man sagt ja, kalter Kaffee macht schön, oder? Da muss man nur noch schauen, dass du nicht irgendwie von irgendwelchen dubiosen Organisationen entführt wirst und dann einfach gemulchen wirst, quasi. So der heilige Gral, der Jungbrunnen, quasi. Hey Troy, wenn du schon da bist, was ist jetzt mit dem Tech Talk? Sag mal. Und was streamst du morgen? Auch gerade noch. Kannst du gerade abliefern.
Oh, oh, fast die Wand vergessen. Streamst morgen nichts. Okay. Und der TikTok kommt, wenn er kommt. Merci vielmals für das super Announcement, Troy. Genau das, was ich auch hören wollte. Aber ist gut, morgen keiner. Also. Dann wahrscheinlich, ja, jede zweite Woche mit der Steffi hat, dann heisst es am Freitag in dem Fall mit der Steffi wieder. Gibt es wieder Gaming-Stream. Schön haben wir darüber geredet. Ha, haben wir. Hm, hättest du jetzt einfach können, 3 Hammer posten, dann hätte ich das vielleicht gecheckt. Aber so wie ich mich kenne, wahrscheinlich doch nicht. Ja. Wir sind aktuell noch ein paar Sachen am Abklären. Okay. Interesting. Irgendetwas, was du willst, mit unserem Millionenpublikum teilen? Wo spruchreif ist? Oder ist es hochgeheim? Quasi die NSA weiss nicht mal etwas davon. Aber jetzt habe ich es natürlich erwähnt, jetzt sind wir bei Ihnen auf dem Schirm. Also vielleicht sagst du jetzt besser auch nichts. Nicht spannend, sorry. Ah. Bist du eine einzige Enttäuschung treu? Genau gleich wie im Final Fantasy. Eine Enttäuschung jagt die andere. Du wirst Chatbot heißen. Jawohl. Danke. ChatGPT. Ah, merci vielmals. Ja, toll. Ich habe schon gewusst, das kommt rein. In der Aussprache ist es einfach zu nah am Chat, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wir müssen nicht schreien. Barracks liegt. Der Troy baut einen Roboter in seinem Textstream, wo Lego zusammenbaut. Automatisch. Ah, jetzt check ist der Chatbot. Ja, motiviere mich bitte noch mehr. Schön. Jetzt werde ich auch schon von einem Roboter ersetzt, der Lego-Steine zusammenbaut. Toll. Ist ja fantastisch. Aber irgendjemand muss ja noch reden, oder? Dann bin ich einfach der Chatbot mit CH. Der chattet. Dann habe ich ja gleich noch einen Job, oder? Darum hätte mir das erzählen, sorry, dass du so erfährst. Also da muss ich dann jetzt einmal mit dem Roland Prakt mal telefonieren oder ein WhatsApp schreiben oder so. Oder machen ja immer am Sonntag machen wir FaceTime. Dann sage ich ihm das, was da eigentlich abgeht. Ob man mich da ersetzen will oder was. Mit langweiliger Technik. Und haben dann auch noch Spass dran, wenn so ein Roboter da daherkommt und dann in einer Stunde hat der Bruch da so zusammengebaut. Ist das dann noch cool? Da.
So, das ist die Schmiede. Das Schmiedefeuer. Wie heißt sich der Schmied? Stefan Schmiedlin. Was macht er eigentlich? Ist der immer noch ein Bild hauen? Bilder zusammenschlagen. Ah, ich wollte mal wieder Schmierinskis schauen. Schon so lange her. Ich glaube, ich habe die Heime noch irgendwo eine Kassette von denen. Visionen. Das war, glaube ich, das letzte Programm von ihnen. Dann hat der Stefan Schmiedlin aufgehört und sich seiner Bildhauerei gewidmet. Fulltime. Ja. Gerüchte natürlich, oder sind umgegangen natürlich, dass sich der René Lindisbacher und der Stefan Schmiedlin gar nicht mehr so verstanden haben. Aber ich erzähle da irgendetwas und all die Leute, die dazuhören, sind doch viel zu jung. Ich kenne doch die gar nicht. Haben die doch noch nie gehört, die Namen. Rack darf mich sicher nicht ersetzen. Ah, danke. Ja, was kann ich denn noch? Dann mache ich nur noch Product Management. Also eigentlich geht es nur darum, dass ich noch mehr Lego reinliste. Es geht gar nicht um mich. Das ist ja ein interessantes Gestellage da mit dem der Schmiede. Ah, das Bruns. Und eine. Kennt jemand von euch da aus Schmierinskis? Leute. Das ist etwa so alt wie fast eine Familie. Versteck am Roboter einfach ein Teil, dann hat er den Error und kommt nicht mehr weiter. Weißt du, mit so ein neues Protokoll geladen und er fängt einfach an, so im EG da rumzuschiessen und alles zu zerdeppern und auseinanderzunehmen, bis er es gefunden hat, das Teil. Aber wenn es bei sich selber würde es wahrscheinlich nicht suchen, oder? Das ist absolut genial. Einen Roboter überlisten. So einfach. Ich merke mir das, falls noch dazu kommt. Ah, der Troy kennt's. Ja, sehr gut. Immerhin jemand. Jemand, der so alt ist wie ich. Nein, kenne ich nicht. Bin nur jung und knusprig. Sorry. Schon gut. Hackt nur auf mir rum. Hackt doch nur auf mir rum. Der alte Lego Peppu hier. Auf der Seite. So. Nein, warte. Nicht so. So. Und das da. Es wird sehr eine grüne Schmiede, hä? Jetzt kommt die nämlich da an. Cool. Da haben wir sie. Yeah. Mach doch etwas her. Da mit dem Schmiedekämmerli und so. Da kann man dann ein paar Kanalpunkte machen. Oder so Laubbläser einschalten, wo Klebaustein wegblasen. Wo man den Error quasi auslösen kann. Hey, aber das fände ich gar nicht so schlecht. Du bist ja eh der Mr. Kanalpunkt, oder? Mr. Channel Point. Dann kannst doch du das sicher programmieren, Troy. Das fände ich jetzt noch fresh. So, wer schafft es als erstes, den Roboter zu befordern? Jetzt schon reicht dafür bei mir.
Mit dem Laubbläser. Ja, aber echt wahrscheinlich noch vieles, ja. Nein, ich habe noch keinen Kanalpunkt, ich bin nicht Affiliate. Ist leider nicht möglich. Außer natürlich mit einem Command, mit dem Gechts. Also mit einem echten Laubbläser, der sich einschaltet. Was müsstest du dann? Dann müsstest du einfach so einen Bluetooth-Adapter haben und irgendwie können über die Schnittstelle abgreifen, oder? Dass der quasi sich ein- und ausschaltet, wenn Kanalpunkt einsetzt ist. Das ist ja nicht viel anders wie ein Licht, also geht das sicher. Also, ihr zumindest bringt das sicher zustande. Aber das muss dann schon, das müssen dann schon 1000 Kanalpunkte Minimum sein. Ah, da fehlt doch noch. Bis. Ja, jetzt passt's. Hast. Ah, 1000. Ja, gut, okay. Dann müssen wir da in dem Fall alle nochmal auf 0 setzen. Hä? Sonst blasen die den Laubbläser die ganze Zeit. Aber das finde ich recht eine witzige Idee. Aber stimmt, du meinst ja den Channel und nicht meinen. Ja, ist ja logisch. Hier könnte man das wirklich machen. Ja, Troy, du hast ja so viel Zeit, oder? Jetzt, wo du keinen Tech Talk und keinen Stream hast. Mach doch das mal. Dann machen wir ein bisschen Fun-Tainment. Pro 1000 Punkte kannst du eine Stufe höher schalten. Du bist nur so. Backen flattert. Ich stelle mir das vor, das wäre so lustig. Hey. Da würden so viele Leute einfach nur mal kommen, zuschauen, damit sie einmal den Käfer auf den Laubbläser einstellen können. Mm. Einfach alles nur noch so doing it the wrong way. So, let's game it out mäßig. Aber gesehen, bei uns sind super viele sehr qualitativ hochwertige Ideen rum. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Warte mal. Da fehlt doch noch. Und da fehlt das noch. Habe ich gerade gesehen. Für wie viele Punkte machst du ein Lego-Set komplett ohne Anleitung?
Oh mein Gott! Also, ich würde sagen, pro Teil ein. Nein, pro Teil 10 Kanalpunkte. Also, jetzt hier. Was sind das? 6.167, also 61.670 Kanalpunkte. Dann mache ich Bruchtal ohne Anleitung. Aber ich würde ja nicht meinen, dass das so aussieht wie auf der Packung. Ist aber sehr eine geile Challenge. Hey, XGC, hi! Warum noch kein One Piece DCG auf dem Shop? Das liegt bedauerlicherweise nicht an mir. Der Böllen liegt noch jemand anders. Nicht einmal bei Brack. Brack kann gar nichts dafür. Wir sind dran, wie gesagt. Es tut mir sehr leid, dass ihr immer noch drauf warten müsst. Kann ich momentan nicht beeinflussen und nicht beschleunigen. Ich würde gerne so einen Nerfgun in meinem Stream haben, wo man per Kanalpunkt kann auslösen kann, aber bis jetzt habe ich noch keine gute Lösung gefunden. Es kommen noch neue X-Shots. Und da gibt es eine, die ist elektrisch. Also es gibt mehrere, die ist elektrisch. Die kannst du sehr wahrscheinlich auslösen, aber da musst du ein bisschen taggen. Aber das tut auch sehr, sehr viel Spass. Deal, Deal, Deal. 100% Deal. Der treue spendierte Set. Ah! Wie schön! Was für eins? Aber bitte ein cooles, wenn schon dann schon. Wenn schon dann schon so richtig cooles, was auch ein bisschen Spass macht, wenn ich alles so verbaue. Haben alle zu viele Punkte. Die werden natürlich zurückgesetzt auf null. Das Kanalbuch Spendenziel. Ah, es spendiert einer mit dem Kanalpunkt. Ach so, okay. Ja, er hat ja viel. Titanic oder Hogwarts? Sind ihr wahnsinnig? Ja, am besten noch die Weltkarte. Weiss ich aber nicht, ob ich das überlebe. Oder ob ihr das überlebt, vor allem. Nachher einfach irgendwie so. Russland ist doch dort gerade westlich von Australien, oder? Wo ist jetzt nochmal Nigeria? Gerade neben Italien? Hör auf, um den Flexen hier! Was, Titanic? Ja, und wer zahlt das bitte? Ich kann ja nichts von euch einen Kanalpunkt. Kann ich der Buchhaltung nicht sagen, ja, es ist schon gezahlt mit dem Kanalpunkt. Hör auf, hier umschieben, da die ganzen Punkte. Mit der Weltkarte hätte ich die meisten Chancen, das irgendwie korrekt zu schaffen. Ich glaube, bei der Weltkarte ist das Problem der Scale. Das Verhältnis. So en gros kann ich es vielleicht. Aber ich glaube, Brackspenden, ganz zum Roland. Sollen wir mit dieser Idee alle zusammen zur Höhle der Löwen? So, hey Rolli, wir sind. Also, die einen arbeiten bei dir. wir haben da die tolle Idee und es könnte noch richtig cool werden. Es macht kein Geld, aber es ist richtig lustig. Wärst dabei? Als Event für die Faba. Als Event für die Faba. Vielleicht auch nicht schlecht. Das Ding ist, Steffi streamt, soviel ich weiß, sogar ausschließlich
Sonst müsste ich auch noch mit dir ein bisschen schlägeln. Und wenn es natürlich ein grosses Teil ist, ja, dann sehen wir auch nichts von der Farbe, oder? Also wir werden noch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen schauen, also Steffi respektive. Und das für das Hero Fest. Ich finde die Idee wirklich... Also natürlich wird das für mich extrem schmerzvoll werden. Aber ich finde die Idee nicht so dumm im Fall. Ich glaube, das würde mir auch noch Spass machen. Das sage ich jetzt natürlich. Ich kann mal jemanden klippen, ob ich dann auch noch Spass habe. ja. Ich werde dabei. Hä? Warte jetzt. Ach so. So. Machen wir da ein bisschen Roots. Du kannst ja Hilfe aus der Community bekommen. Ja, vielleicht machen wir noch andere Kanalpunkte, wo man mir quasi... Es gibt doch da die Möglichkeit, dass der Chat kann den Cursor steuern kann. Dass er mir quasi könnte auf ein Style zeigen oder auf eine Stelle irgendwo beim Lego, beim Set. Vielleicht würde das funktionieren. Hä? Aha. So. Ich mache übrigens da die Wurzeln da. Nicht, dass ihr euch fragt. Was macht eigentlich mit Sinn nicht? Jetzt habe ich aber noch so kleine Würzeli. Vor allem habe ich hier noch das Schwarze. Hallo? Wo ist jetzt das? Ja, aber sorry, aber Können wir das nochmal abnehmen? Ah, das kommt da hinten an! Nein! Ah! Einmal mit Profis! Leute! Einmal! Warte mal, ist vielleicht einfacher die andere Seite? So. Kommst du schon noch etwas rein? Nein. Gut, du darfst wieder ran. Warte mal, lass mal. In der bestimmt auch nicht. Da stimmt noch was nicht. Nein, noch nie. Wie kommt jetzt das? Doch so. Geht's nicht an? Kommt noch etwas drunter? Ah, wahrscheinlich ist die Reihenfolge einfach anders. So wird das Sinn machen. Yes. Gut. Alles gut. Alles geflickt. Aber wir haben immer noch viele Teile.
Was ist hier mit diesen Bögen? Die habe ich doch da angetan. Ah, da hinten noch, auf der Rückseite. Also, ihr wisst schon, wie schlimm das wird, wenn ich etwas ohne Anleitung muss, zusammenbauen muss, oder? Also, sind ihr euch hoffentlich bewusst, was ihr euch da antönt? Aber wenn es jetzt auf der Rückseite auch noch Fackeln hat, hat es hier aber nicht in dieser Anleitung. Nur auf der einen Seite. Hm. Ja, dann braucht es die auch noch nicht. Twitch Plays. Ja, Twitch Plays, genau das meine ich. Also, Business-Idee, Twitch Plays Lego mit Cyril am Hero Fest im Discord pitched. Geil! Ja, ist gut! Müssen wir noch ein bisschen ausklügeln? Nicht, dass es zu lang geht und ein bisschen zu lang, langweilig ist und dann jeden Anfang den wir einfach irgendwo hin zeigen. Was natürlich aber trotzdem wird passieren. Ich meine, zeigen macht ja nur Sinn, wenn ich nicht weiss, wohin mit dem Teil. Und dann wäre vielleicht noch nicht schlecht, Gott, das wird so schlimm. Dann wäre vielleicht noch nicht schlecht, ja, also ein Lego-Set, wo ich von der Packung her ungefähr ein bisschen weiss, wie. Also, wo nicht so viel Interieur hat, vielleicht. Das macht zwar auch wieder challenging, aber ich glaube, Challenge ist auch sonst schon ziemlich crazy. Oder? Aber es ist eine geile Idee. Da feiere ich euch dafür, Leute. Das ist wirklich eine ganz coole Idee. Gut, also, ja, dann brauchen wir euch da nicht mehr. Dann nehmen wir mal den Gimli aus dem Sack. Ich kann auch sonst versuchen, diese Minions zu bauen. Ich weiß nicht, rein vom Bild her hat das ein bisschen zu einfach ausgesehen. Also es müsste schon etwas Cooles sein. Also etwas Herausforderndes. Lego Justifier. Hast du gewonnen. Die habe ich schon mal gebaut. Das macht auch keinen Sinn. Muss schon etwas Neues sein. Also einen Moment. Wir können ja dann auch die Community ein bisschen abstimmen lassen, oder? Nehmen wir mal die Grossen. Schauen wir mal wegen der Grossen hier. Also Titanic, die bringt mich garantiert um. Hero Fest wäre natürlich noch cool, Razor Crest. Oder der Hulk vielleicht noch. Das da ist auch absoluter Selbstmord. Der Hogwarts Express vielleicht. Der hat sicher nicht zu viel Interieur. Ist aber thematisch halt noch relevant für Zero Fest. Und man hat den Film gesehen, dann kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen sich daran orientieren oder so. Das könnte man sich vorstellen. Das Schloss ist auch absolut. Also da drei Türen, wie viele Teile? 6000 Teile. Abstimmung mittels Kanalpunkt finde ich auch noch nice. Aber dann müssen wir ein paar raussuchen. Die Löwenritterburg finde ich auch noch cool. Aber ich glaube, das wird auch sehr schwer mit diesen ganzen grauen Teilen, die alle gleich aussehen. Aber ich habe das Gefühl, das wäre noch machbar. Das sind auch 4500 Teile. Das sind wieder 5000 hier beim Harry Potter. Der motorisierte Leuchtturm wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hat dort 2000 Teile. Das wäre auch noch möglich. Ja, wir können mal schauen, oder ich kann mal schauen im Discord bei uns, wie ihr das so findet und vielleicht schon mal ein paar Sets vorschlagen, die bei uns auf dem Shop sind.
wo wir könnten am Hero Fest, wo wir die Challenge könnten machen, ist jetzt natürlich noch nichts versprochen, oder? Ich weiß ja noch gar nicht, ich bin nicht die Ansprechperson fürs Hero Fest, wer das macht und ob ich dort überhaupt mit dürfte. Das müssen wir dann noch schauen. So, jetzt kommt mal der Gimli. Hat der Gimli hinten wirklich so einen... Ah, stimmt, der hat einen Zopf hinten dran, ja, stimmt. Stimmt. Das ist eigentlich witzig, das ist der einzige Moment, wo man den Gimli hier ohne Bart sehen kann. Außer natürlich, man schaut den Schauspieler an. Dann weiss man es auch. Ah, der Helm, sehr cool gemacht. Wirklich fast 1:1. Schaut mal den Grimmig sich an. Man könnte ja auch ohne Helm und dafür mit seiner Mähne. Aber wir nehmen den Helm, oder? Also auf alle Fälle, Entschuldigung. Also da muss ich euch jetzt etwaige Stimmen, die da abgeben werden, muss ich euch da direkt votumisieren. Ich führe einen Hulkbuster, Razorcrest. Ja, könnt ihr ja noch abstimmen dann. Mal schauen, was die anderen Leute meinen, ob die das auch so cool finden, bei uns auf dem Discord. Merci schon mal, dass du das dort gepitcht hast. Und ja, liebe Leute da draußen, geht bei uns auf dem Discord-Channel. Rührt euch in Meinung da rein, wenn ihr das Gefühl habt, ja, Hero Fest, wo ich sehe, wie der Serie zweifelt scheitert. Ein Lego-Set, ein grösseres ohne Anleitung zusammenzubauen, aber mit Twitch Plays, also Twitch, wo kann die Maus bewegen und mir vielleicht ein paar Hinweise geben, wenn ich nicht weiss, wo das Teil ankommt. Oder mich natürlich auch verarschen. Ob ihr das eine coole Idee findet. Das haben wir jetzt Viertel ab zwei. Ich habe schon fast die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht noch fertig werden mit dieser Anleitung, aber auch doch nicht. Aber vielleicht noch zwei Beutel. Der nächste wird auch sehr bunt, sehe ich da schon. Der nächste Beutel. Okay. Ich würde nie so fies sein und für mich verarschen. Nein. Nein, ja, wo denke ich da nochmal hin? Nein, natürlich nicht. Ihr seid der beste, gutmütigste und ehrlichste Chat, den es nochmal gibt auf dieser Welt. Und niemals würdet ihr zu eurer Belustigung mir in der falschen Information geben. Nein, sicher nicht. So kenne ich euch auch nicht. Ich kann nur ein bisschen Zweifel aufkommen lassen oder dafür ein bisschen Zuschauer zu binden und so. Nur im Malz, Leute! Let's go! Zeigt euch die Schönsten. Kenne euch doch. Ja, sicher kenne ich euch. In- und auswendig. Ihr Schlimmfingers. Sind ihr denn überhaupt alle beim Hero Fest?
Wäre auch lustig. Kommt einfach alle und hockt um uns herum in so einer Traube mit ihrem Laptop, damit ihr könnt eure Kanalpunkte einsetzen könnt. Sind alle dort, aber gaffen alle in den Laptop rein. Hey, wo ist jetzt das Schräge? Ah, braucht es gar nicht. Es braucht so ein kleines. Ein Mini-Ding. Ah, noch so ein dunkles hier. So. Okay. Jetzt sieht das so aus, wie es muss. Alle am Ausrasten hier. Tote Fisch, brennende Fisch, heulende Robben. Ich weiß immer noch nicht, was der Pfirsich genau macht. Ich wollte es vielleicht auch nicht wissen. Ah, ihr Schlimmfingers. Aber wir brauchen echt mal noch ein paar neue Kanalpunkte. Lieber Troy, deine Aufgabe ist verteilt. Fancy Stuff. Stuf. Ah, der funktioniert nur, wenn du den Streamerbot am Laufen hast. Weird. Das heisst, du hast den Kanalpunkt nur beim Streamerbot hinterlegt, aber nicht auf Twitch. Frech. Darfst denn du das? Da, du. Ich freue mich immer noch auf deinen Grundkurs von StreamerBot. Mach doch mal ein paar YouTube-Videos, das wäre super. YouTube! Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man gewisse so spezielle Sachen, die jetzt halt nur jemandem gehören und man die mühsam entwickelt hat, dass man die nicht gerade mit der Welt teilen will. Wie das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal sein soll. Könnte ich auch verstehen natürlich. Barracks, dein Auftritt. Ah, macht der Barracks das? Macht er auf YouTube ein Tutorial. Tutti von L'Oreal. Das ist doch zu lang. Der Troy könnte so fame werden, wenn er Let's Plays würde machen mit, mit dem fancy Stuff aus seinem Twitch. Ja, absolut, hey, weißt du? Das ist so eine Sache mit Gameplay. Was ist da für eine Sache? Das kannst du doch sicher einrichten, oder nicht? Hey, Bionic! Hallo! Willkommen! Wie geht's uns heute an dem wunderschönen Dienstagnachmittag? Wir haben unsere Kleberli übrigens. Hast du sicher schon gesehen im Titel? Endlich ist es vollständig. Oh! Die grosse Brücke von Casa Doom, nein, nicht ganz. Yeah! Schön! Jetzt kann man da durchschauen. Lug. Treu beste Mann in der CA-Stream-Szene. Yes! Absolut. Was der Typ delivered, ist einfach crazy.
Ah, beim Troy gibt es eventuell auch mal Gameplay. Ah ja, stimmt, das ist ja sein Ding, ja, absolut. Woher kommt das eigentlich? Einfach, weil du zu viel Schnurr ist? Oder wie ist das standgekommen? Das nimmt mich schon ein Wunder. Ich weiss nämlich die Herleitung nicht, warum das bei dir so ein Ding ist mit Gameplay. Ich bin fleissig am Bestellen. Ja, gut. Her mit dem Umsatz. Her! Ich brauche ihn. Was hast du bestellt? Was war das letzte, was du bestellt hast? Das wäre etwas für einen Weltrekord. Ja, dann sind es wahrscheinlich aber ohne Anleitung nicht nur 5'000 Teile, sondern eher 50'000 Teile. Wenn wir dann noch einen Weltrekord anstreben. Und dann langt auch die Tour vom Hero Fest nicht. Und meine Nerven schon gar nicht. Dann könnt ihr mich nachher gerade die Klaps einliefern. Genau, ich habe gefragt wegen Streamerbot-Tutorials. Yes. Absolutely. Gerade um Jahresbestellung machen für Getriebe. Okay. Also war für die ganze Schweiz, oder wie? Also wie jetzt? Es wird hier so. Ah, oh, da ich keine Eigenwerbung mache, sage ich jetzt nicht, dass ich angefangen habe mit Tutorials auf YouTube. Ah ja, gut, gut, dass du es nicht sagst, Stempel. Kannst du dem Fall auch nicht sagen, wie dein Channel heisst, bitte? Aber ich hoffe auf Hochdeutsch. Kommen die armen Leute aus Deutschland, die kommen ja nicht nachher, oder? Die aus Österreich vielleicht noch die einen. Hä? Da habe ich doch schon wieder irgendetwas vergessen, oder? Das heißt jetzt nicht, dass er gleich heisst auf Twitch und Co. Okay, gut. Also Troy Hamaren heisst er nicht, hä? Gut. Also geh nicht schauen in dem Fall. Nicht ganze Getriebe, aber ein grosser Teil. Ah, nicht die ganze Schweiz, aber ein grosser Teil von Schweiz. Oh, okay. Ja, dann für die Summe wollte ich auch nicht gerade verantwortlich sein, in dem Fall. It's Barracks of YouTube. Heißt das echt so? Ah. Ist cool gewesen mit dem Clemens. Ja, merci für mal. Ich habe es auch mega toll gefunden. So ein cooler Typ. Hat richtig Spass gemacht mit dem. Es war so locker flockig. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mega tiefe so Insights geliefert, wie das so ist und auch wie schwierig und problematisch und halt auch teuer dass das Ganze ist, oder? Wenn man sich so vielleicht ein bisschen einfach vorstellt, so ja, Brettspiel entwickeln.
Ja, kann man heute Abend ab der 6. schauen, außer Steffi sagt nein, dann erst morgen ab der 12. auf YouTube als VOD. Und für all die, die nicht wissen, worum es jetzt geht, am Freitag haben wir ein Interview gehabt mit dem Clemens Luger. Er ist selber ein Brettspielentwickler für Magical Friends and How to Summon Them. Das steht, ja, man sieht es fast nicht, da hinten. Und er hat bei uns natürlich auf dem Shop schon vorbestellt, das kommt im Sommer raus. Und das war so sein erstes Ding gewesen. Hat er mit Kickstarter hat er das Ganze gelauncht. Und das erste Mal ist das halt nicht so angekommen. Daraus hat er aber gelernt und jetzt das zweite Mal hat er Erfolg gehabt. Und da erzählt er ab von beiden Sachen ein bisschen, ja, Erfolg, Misserfolg, was braucht es, was muss man machen, wie viel Geld braucht man überhaupt, wenn man mal das Brettspiel entwickeln und so weiter und so fort. Das habe ich echt toll gefunden. Weißt du gar nicht, ob du etwas reingeschrieben hast am Freitag? Aber er hat zugelassen. Ich weiss leider auch nicht mehr, wer jetzt alles dabei war, aber ich könnte es immer natürlich auch nachschauen. So oder so, danke viel tausend Mal, falls ihr dabei gewesen seid und das eben so spannend gefunden habt natürlich. Ist das etwas, das ihr gerne öfters würdet wollen haben, dass wir eben so ein bisschen auch mal ein bisschen ausbrechen von dem, was wir sonst haben hier auf dem Channel? Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Braucht entsprechend Vorbereitung und braucht Zeit auch. Kann natürlich sein, dass dann etwas anderes darunter leiden würde. Und ja, da kann es natürlich eben vorkommen, wie jetzt am Freitag, dass dann der Stream nicht auf Schweizerdeutsch ist, sondern aus Respekt halt und auch aus Verständigungsgründen auf Hochdeutsch. Aber das verstehen wir ja zum Glück alle. Aber nichtsdestotrotz ist der Channel hier brach.ch halt eigentlich Schweizerdeutsch ausgerichtet, oder? So, was soll denn das jetzt sein? Hier. Yeah. Ah ja. Schönes Stegeli. Was haben wir? Halbi? Ja, dann machen wir den nächsten Sack auf. Ja. Ah, schau mal, wie das wächst. Wie das cool aussieht. Einfach geil. Hier noch ein bisschen der Cobblestone. Wollte ich gerade wieder Minecraft spielen, wenn ich das höre. Ja, Benonika, stimmt. Die Fragen habe ich natürlich gesehen. Bin ich auch immer dankbar darum. Hat immer noch ein bisschen schauen, wie es gerade passt. Und ich habe natürlich auch noch meinen Katalog mit Fragen gehabt. Aber ich finde, deine Fragen haben sich super ergänzt gehabt. Auch die anderen, die noch geschrieben haben. Mit dem, was ich vorbereitet habe an Fragen. Das ist das eigentlich super aufgegangen. Meiner Meinung nach. Oh! Das sind keine Plastikhaare, das sind so Kunstarts oder Gummi vielleicht. Und sie haben da auch noch so die schönen Elbenohren. Mach doch gerade was her. Steht hier sogar. Künstliche Haar da, Heiland, sagst du, ich jetzt auf dem Schlauch. Perücke. Perücke ist ein brandneues Element, das sie für das Setting geführt haben.
geformt aus zwei verschiedenen Materialien, wo einerseits die Farbe für die Ohren geben und andererseits auch für die Haare. Molded in two different materials. Ja. Man sieht auch schon, also die Ohren sind so ein bisschen glänzig und härter. Das ist wirklich. Die Ohren sind Plastik. Und die Wig selber ist so ein bisschen gummig. Ist wahrscheinlich einfach irgendwie noch ein Coat oder so. Das ist cool. Kommt gut daher. Also ich finde es super drauf und so hat man auch. Ja, mit den Plastikohren ergänzt das halt super, der Kopf, der ja auch aus Plastik ist. Was man jetzt natürlich überhaupt nicht sieht. Jetzt ist der Kollege die Anlage vor Ort und ein Bauteil, das ich letztes Mal gesagt habe, man sollte es wechseln, jetzt ist endgültig abgeraucht. Das Getriebe ist abgeraucht. Okay. Ich verstehe. Ja gut, kannst du mir ja sagen, ich habe es dir ja gesagt. Das sollte doch genug tun, genug sein. Ich sollte mein Auto auch schon längstens mal wieder in Service bringen. Das ist so, bin ich so ein bisschen wie Penny, wo einfach die Motorkontrollleuchte leuchtet. Ich weiß. Willst du nichts dagegen tun? Nein. Genau so bin ich aktuell. Aber ich habe wirklich so ein bisschen die Befürchtung, dass es recht teuer könnte werden. Jetzt bin ich bald bei 190'000. Geht ja fängt viel als Hochdeutsch durch. Stimmt. Extensions? Fast, ja. Stimmt. Vielleicht hat sie auch Extensions an. Könnte auch sein. Könnte natürlich auch sein. Jetzt haben wir noch ein Barrel. Gefüllt mit einer Schaufel. Und... Bring mir den Hammer! Wo ist er? Da. Schmiedehammer. Drei weg. So. Nur mein Lieblingsteil, die Laterne. Ich weiß nicht, eine Laterne ist automatisch Fantasy pur bei mir. Das ist einfach so im Hirn eingeloggt. Laterne gleich Fantasy. Fertig. Ende Gelände. Flasche leer. LED ausbauen. Jetzt bin ich glaube schon bei dem Thema wieder weg. Was LED ausbauen? Mein Hirn hat sich schon wieder völlig disconnected von dieser Thematik, die jetzt das wahrscheinlich nur dazugehört hat. Kleine Krimskrams. Warte mal, so einen brauchen wir zwar noch. Die sind ja eben leuchtend, das haben wir letztes Mal gesehen. Im letzten Stream. Aber nur bei Nacht. Also haben die gar nichts davon und ich auch nicht. Weil bevor sie eindunkeln, bin ich schon daheim. Jetzt dunkelt es auch wieder später ein. He? Also gestern ist es so irgendwie nach der 7. Abend. Was irgendwie nicht so cool ist, weil es zündet mir genau ins Büro rein. Und Vorhänge wollte ich jetzt auch nicht kaufen, weil wir zügeln ja Ende Oktober. Und wer weiß, ob die dann dort noch Platz haben und reinpassen. Motor Kontrollleuchten LED. Aha, das LED ausbauen. Ja, stimmt.
Ja, voll. Das wäre natürlich die günstigste Lösung. Aber ich glaube schon mal. Also ich muss sagen, es ist ja wieder Reifenwechselzeit. Stressen alle wieder zu den ganzen Mechs in die Garage. Die sind auch gestresst und alle sind gestresst und überhaupt. Wow, aber Leute, also nächstes Jahr würde ich mir ja gerne einen Elektrokarren kaufen. Habt ihr den Polestar 5 gesehen? Jetzt muss ich geschwind nochmal einen Autotalk machen, es tut mir leid. Aber habt ihr den Polestar 5 gesehen, / Polestar Precept? Wow. Also es ist einfach das schönste Elektroauto, das es je hat, gibt's. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwann kann leisten kann, aber keine Ahnung, muss ich halt im Lotto gewinnen. Aber das wäre der absolute Traumkarren. Wenn ich jetzt mal auf Elektro umsteigen würde. Sonst überzeugt mich das meiste nicht so, oder man kann es halt wirklich nicht zahlen. Was für ein Auto. Soll ich euch jetzt das geschwind zeigen? Wenn wir jetzt hier wirklich noch komplett abweichen vom eigentlichen Thema. Lego. Okay. Noch einen kurzen Blick. He? Machen wir nur einen kurzen Blick. Da. Und der da. Polestar kennt ihr hoffentlich. Das ist eigentlich das, was noch übrig geblieben ist vom ursprünglichen Volvo. Ja. Und das soll nächstes Jahr rauskommen in Serie. Aber die Schätzungen für den Preis gehen extrem auseinander. Er bewegt sich von 70.000 bis 120.000. Also ja, besser schon mal anfangen sparen. Kann man vielleicht 2038 einen leisten. Ausser man kann bis dann natürlich Kanalpunkte auszahlen. Eventuell verkauft Brack bald auch Autos. Elektro-Gadgets. Inspector Gadget. Haben wir nicht einmal Autos gehabt? Haben wir nicht einmal irgendwie etwas mit Tesla drin gehabt oder so? Vertue ich mich jetzt komplett. Besser mit dem Zahlen, wenn du kannst, würde ich noch ein paar Jahre auf die mit Natrium-Ionen-Akku warten. Das klingt ja voll abgespaced. Was ist denn an denen besser oder anders? Jetzt habe ich natürlich wieder voll den Car-Talk ausgelöst, es tut mir leid. Sehr ein polarisierendes Thema. Wow. Schaut mal das Bäumchen. Mit hier noch ein paar Pilzchen. Wichtig. Mein Chef hat beim Brack mal so einen E-Roller gekauft. Wir haben einen E-Roller. Okay. Also kein Scooter, ein Roller. Also nicht motorisiert, aber die grössere, ich habe 16, meine ich. Ja, das verdienst du ja locker bei Brack, oder? Ja, ja, 120 im Monat natürlich. Ich meine, die Streamer, oder? Die ganzen Influencer, so wie ich, die musst du zahlen, oder? Das kostet natürlich eine Stange, oder? Meinen die dich hier gratis an, oder was? Oh.
Und was, den Roller hat man auch nicht zulassen, weil China, weil Dokumente aus China falsch waren. Oh mein Gott, das tut mir schrecklich leid. Das ist ja entsetzlich peinlich. Ich hoffe, man hat das aber zurückerstattet. Und ich lehne mich mit dieser Frage jetzt nicht zu fest aus dem Fenster. Aber das wäre zumindest mein Anspruch. Mein persönlicher. Natrium-Ionen-Akkus sind günstiger und brennen nicht. Das ist natürlich ein Vorteil. Den kann man schlecht von der Hand weisen. So eine 45er war, glaube ich, in der Aktion. Aha. Okay. Ist das so ein einmaliges Ding? Maybe. Ist irgendetwas falsch gewesen? Mit viel Diskutieren hat es neue Papier gegeben. Ah, okay. Ja, gut, immerhin. Immerhin das. Und jetzt kann er damit fahren. Also, das wäre ja noch. Grundsätzlich müssen wir die Sachen auch prüfen, oder? Also, als Importeur in der Schweiz, wenn du Sachen vom Ausland holst, dann haftest du für das ganze Zeug. Da musst du eigentlich dafür sorgen, dass der Konsument, der das Zeug kauft, im Notfall auch die notwendigen Papiere bekommt. Und in der Schweiz auch zugelassen ist. Sonst macht das ja wenig Sinn. Warte jetzt. Ich schaue auf welche Seite da. So. Ja. Ja. Yeah! Hey Lucy! Hoi! Hallo, hallo! Ja, ja, schon ein Weile. Jetzt sind wir dann bald schon fertig. Nein, nein. Wie geht's? Gut. Gerade gestern habe ich ganze Lego-Blumen zusammengebaut. Oh, schön. Welche Blumen? Es gibt ja ein paar von Lego. Trockenblumen gesteckt, dann da die Frühlingsblumen, dann Orchideen, der Bonsai. Das hätte ich auch mal als Muttertagsgeschenk, liebe Leute, oder? Von Lego-Blumen. Da hat man auch länger etwas davon. Oh, goldige Blätter. Fancy. Viermal dürfen wir das. Ja. Bravo! Was, 200 Stück haben wir von diesem Roller. Bei den anderen hat es niemand gemerkt, bei der Zulassungsbehörde. Das ist aber auch weird, hä? Also entweder hat einer keine Ahnung gehabt, oder eine. Und sonst hat einfach hat es einfach nur einer richtig genau genommen. Orchidee, die Wildblume und der Bonsai zusammengebaut. Wow, dann hast du jetzt richtig dein Trautenheim schön grün bestücken können. Und musst es nicht einmal gießen. Wie toll ist das denn? Hast du in der Wohnung oder hast du so im Zimmerli? Das Tolle ist auch, die musst du nicht mal an der Sonne haben. Bei mir sterben immer alle normalen Pflanzen, da habe ich mir die geholt. Ich glaube, das ist der Nummer 1 Grund, warum man sich Lego-Blumen kauft. Ja. Also ich würde mich da auch anschliessen, aber in letzter Zeit geht es gar nicht so schlecht mit unseren Blumen. Wir haben die jetzt letzte... oder ich habe die. Ich bin verantwortlich für die Blumen daheim. Wer hätte das gedacht? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Wir haben die umgetopft. Und zwar in so... Also die speziellen Töpfe, die unten dran so wie ein Reservoir haben mit Wasser. Und dann so... so Bänder, die hochgehen und sich vollsaugen mit Wasser. Und die
speichern dann halt die ganze Zeit Wasser und geben halt nur so viel Wasser ab, wie die Pflanze auch raussaugt. Und da ist ja da der klassische Schwimmer noch drin, der anzeigt, hey, ich brauche Wasser oder nicht. Und das funktioniert seither wirklich super im Fall. Kann ich also nur empfehlen. Also da sehe ich jetzt nicht, wie der auch noch kommt, aber ich nehme an so. Da wächst unser Bäumli. Du bist eben gerade gezögelt. Etwas Grünes muss ich mal haben zum Aufstellen. Ja, dann hast du das gut gemacht. Aber ja, wenn man gerade gezögelt hat, dann ist natürlich alles noch ein bisschen trist. Und da die braunen Kisten machen es ja nicht unbedingt besser. Stehen die Kisten noch rum oder haben die schon, oder hast du schon vollständig ausgeräumt? Ah, mir graut es so zu zögeln, Leute. Ich glaube, wir müssen schon so früh anfangen, den ganzen Brunnen wegzurühren, den wir nicht mehr brauchen. Weil es liegt so viel Krümpel rum. Und dann. Ja, tun wir sicher so eine Putzfirma arrangieren. Mit Abnahmegarantie natürlich. Und ich brauche noch einen Maler oder eine Malerin. Weil wir haben zwei Wände, haben wir einfach in dunkelblau überstrichen. Dann natürlich ohne das Okay vom Vermieter. Das heisst, wir müssen auf alle Fälle zurückmalen. Aber da gibt es auch so Spezialfarbe, die das dann schon bei zweimal überdeckt. Muss ich nur noch fragen, welche RAL-Nummer das die Farbe hat von denen. Hä? So. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Also das ist so ein komischer Winkel. Wie soll ich hier ablesen, wie das genau ankommt? Mach es einfach so, wie es jemand am besten aussieht, oder? Oder so. So finde ich es gut. Ja, so ist gut. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Gutzi geben, bis zum Ende da. Strauß Reinigungsinstitut gönnt. Ja. Und mit dem Gummibaum funktioniert das nicht, mit dem Selbstbewässerungssystem. Vielleicht braucht er auch ganz wenig. Oder vielleicht hat er die falsche Erde oder hat lieber irgendwie so Kiesuntergrund. Ich frage da eigentlich immer Gärtner und Floristen, was sie dazu sagen, weil die haben in der Regel am meisten Ahnung. Tue ich mir aber nicht anmassen. Ich wüsste, wie ich meine Pflanzen muss behandeln. Ein Unternehmen mit Putzfirma. Ja, auf jeden Fall, ja. Es stehen noch ein paar Kisten rum. Aber das Wichtigste, der PC und das Bett. Ah, sympathisch. Der PC und das Bett, das steht schon. Ja, würde ich auch als das Wichtigste natürlich bezeichnen. Bin ich ganz bei dir, Lucy. Den Rest kann man wieder in die Kartonkiste lagern, der ist aufgeräumt. Es ist aber schon so, habt ihr das nicht auch gehabt? Also wir haben im Keller jetzt nach 3 Jahren immer noch Sachen noch nie ausgepackt. Braucht keine Sau. Also das müsste man jetzt eigentlich alles wegrühren.
Aber ein paar Sachen wollte ich aber gleich noch behalten, wie so eine Carrera-Bahn oder eine Eisenbahn, wo man vielleicht noch einen Teil verkaufen kann oder weitergeben oder irgendjemand hat Freude dran oder so. Ja. Da ist doch noch so ein Dreier. Habe ich jetzt etwas falsch gebaut? So. Das ist gut. Ah, zwei. Okay. Das ist zwei. Und der neben dran. So. Wie lange ist es her, seit die Wohnung das letzte Mal gestrichen worden ist? Leider keine 10 Jahre. ich glaube, die ist im 2017 gebaut worden. Also muss sie innen nachher gestrichen werden. Aber ich hoffe, sie machen den Parkett mal noch machen, weil der sieht das aus, noch von den Erstmietern vor uns. Ganz schlimm. Ich würde auch gerne zügeln, aber im Kanton Bern zu zügeln ist schon recht viel teurer. Ja, genau das erwartet uns jetzt. Das sind ein paar tausend Franken für Bundesbern. Aber es geht leider nicht anders. Oh, Bionic, so close zu 200 Stunden. Bei Daydeal haben sie doch auch mal oben so Aktionen für Putzinstitut, oder nicht? Uff. Da fragst du falsch. Das weiss ich nicht. Kann schon sein, ja. Dass wir Dienstleistungen verkaufen, bist du sicher? Solltest du nächstes Jahr mal wieder die Wohnung streichen? Wieso? Rauchst du etwa drinnen? Wow, unsere Nachbarn schluten das so vor sich an. Das ist so grusig, hey. Aber ja, kannst du auch nichts sagen, weil es ist über 80, glaube ich. Aber das stinkt aber ein bisschen in Gang. Und ich habe sogar auch zwischendurch das Gefühl, das zieht sich in das hohe Luftumwälzungssystem über. Ich bin überzeugt davon. Letztes Jahr habe ich das Geschmack gehabt, wie das bei uns reinzieht. Grusig. Eine Woche Arbeitszeit aufs Loch, 42,5 Stunden, ja. Hey, gratuliere! SCLC, herzlich willkommen. Du hast eine Woche lang bei uns gearbeitet hier und zugeschaut. Ist ja top. Was freust du dich schon, wenn aussiehst, alle Lampen wieder müssen abmontieren und die alten aufzutun? Bleib einfach für die nächsten 10 Jahre dort. Ja, sicher die beste Idee. Muss man eigentlich in jedem Raum so eine Baulampe rein tun, wenn man auszieht? Weil bei uns hat es nicht in jedem Raum eine gehabt. Und
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich glaube, ich müsste auch noch wieder kaufen, weil wir haben nur noch zwei. Ich weiß nicht, wo die anderen hingekommen sind. Ah, okay. Bald schon 10 Jahre in der Wohnung und darum mal die Tochter eine neue Wandfarbe auslesen lassen. Ja, würde ich fix. Also ich meine, es ist ja auch nicht so tragisch, oder? Du musst einfach wirklich halt zu einem Malerinstitut gehen, wenn du es selber machen willst, und dort eine gescheite Farbe holen. Oder stellst halt jemanden an. Aber es muss schon, eben, vor allem wenn es jetzt so wie mir so dunkelblau gemalt hast, dann muss da schon etwas Anständiges auf die Wand, weil sonst siehst du das natürlich. Aber ich kenne zum Glück eine Malerin und die tut uns dann sicher da ein bisschen helfen. Gegen entsprechende Entlöhnung, versteht sich. Ah, die Wohnung hast du gekauft auch noch gerade. Ja, dann kannst du ja hinmachen, was du willst, oder? So wie unser Nachbar einfach ein Loch von der Wohnung bis auf die Terrasse gebohrt hat, dass er die Leitung ziehen für seine Lautsprecher. Nach 2 Jahren die letzte Lampe auch noch montiert. Herzlichen Glückwunsch. Deine erste eigene Wohnung. Hey, gratuliere dem von Lucy. Grosser Schritt. Ah, cool. He? Einmal so richtig allein gewohnt, alles machen, was man will. Einfach mal am Abend, am 6 Uhr, Viertelblut vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer rennen. Niemand interessiert es. Das ist gut. So einrichten, wie man will. Ist schon toll. Schon Angst gehabt, uns fehlt da ein oranges Blättchen. Wohnung in dem Zustand wie bezogen. Wenn eine dort war, dann eine herentun, sonst kannst du leer lassen. Ah, okay, gut. Ja, dann muss ich die, glaube ich, fragen, wo da die Lampen gewesen sind. Wenn streichen, OLED-Display montieren. Ja, vielleicht fände es Nachmieter auch cool, weil es ist noch schön, so ein tiefes Meeresblau, wo meine Thalassophobie wieder so schön fördert. Ja, nein, ist wirklich cool. Coole Farbe. Aber müssen wir auch schon überstreichen. Hey, jetzt geh doch da drauf. So. Was machen wir jetzt mit dem Zeug? Habe ich wieder etwas vergessen? Oh. Kontrollgang. Und nachher machen wir einen Sack zu. Wenn es mehr Parteien ist, musst du aber aufpassen mit Veränderung an Fassaden. Ah, okay. Ja gut, das ist ja sein Problem. Also bei ihm ist es Eigentumswohnung. Eigentumswohnung auch. Tonnenweise Geld ausgeben für die Küche, richtig. Erste eigene Wohnung ist Pain. Ja, kommt halt ein bisschen auf die eigenen Ansprüche drauf an, gell? Nein, weil aus diesem ist jetzt sogar der Kauer Hue Lampe noch von Philips. Okay, das wäre jetzt aber wirklich too much. Das wäre ja wirklich too much. Ah, Lucy, alles wird nerdig und gaming, ein richtiges Paradies. Überall Legos und Merch verteilen, toll. Es klingt fast danach, als würdest du noch irgendwie ein bisschen Content machen auf Twitch oder YouTube, ist das so? Weil dort tun die Leute immer so schön im Hintergrund ein bisschen das Merch alles verteilen. Ja, mit dem effektiven Nachmieter etwas abmachen, ich glaube, den werden wir gar nie kennenlernen. Wenn wir gerade beim Thema Lampen sind, könnt ihr machen, dass die Philips Hue White and Color Ambience Xaminto M-LED Badezimmer-Aktion wird.
Also ich weiss, dass das ganze Hue-Zeug zwar schweineteuer ist, aber mehr so gut wie nichts daran verdient. Ich weiss nicht, was da möglich ist. Aber wir können es mal weiterleiten. So zwei Surimut 30x120 im Keller, wo es niemand sieht. Cool. We need pictures. Ja, haus doch in Discord. Abstellraum hat noch ein Surimut 60x60, ist absolut kein Overkill. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Woher auch? So, also ich habe gesagt, ich muss noch kontrollieren, ob wir hier alle Teilers verwendet haben. Aber es sieht eigentlich sehr abgeschlossen aus, so von meiner Warte her. Ja, doch, doch. Das sind jetzt einfach mal Reste. Sonst können wir es dann nächstes Mal noch brauchen. Was wirklich etwas fehlt. Nächstes Mal kommen wir zu dieser weißen Kuppel noch. Fangen wir dann an bauen. Und dann zeige ich euch jetzt mal noch, was wir da genau umgefiguriert haben die ganze Zeit. Ich finde, heute sind wir richtig schön vorangekommen. Das macht schon richtig Laune. Ich finde es auch schön, oder, dass die Bäume so ein bisschen versetzt sind. Der eine ist ein bisschen höher. Und ganz cool, hier bei diesem Baum haben wir ja unten noch die Wurzeln da, die bei der Schmiede durchkommen und garantiert auch der Baum nicht ausdürren. Aber er ist ja ein bisschen geil, oder? Da sieht man schon so ein bisschen, ja, bei dem ist immer Herbst. Dem geht es nicht so gut. Wunderschönes Teil. Wunderschön. Ich freue mich auf nächstes Mal. Können wir da noch ein bisschen den Gimli verteilen und da die Elbendame und die unbekannte Person, die ich nicht weiss, zu wem die genau gehört, stehen die jetzt da auf der Brücke. Ah, schön! Idiotist? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine nur im Abstellräumchen würde ich ja nie spezielle Lampen installieren, oder? Außer Baulampen, weil ich nie dort unten bin. Aber wenn du natürlich das Licht da drinnen brauchst und sowieso eigentlich bei dieser ganzen Elektro-Welt zuhause bist, absolut. Ah, hast du es so gut gefunden, darum hast du es dort auch noch rein da. Und es ist natürlich cool, weil alles kannst irgendwie mit diesen Bewegungsmeldern und so einrichten. Das ist schon noch nice. Sind die gut? Zurimo. Wir haben welche wollen holen, aber unsicher war es schon viel für eine Lampe. Müssen wir auch mal noch anschauen in dem Fall. Gut. Also, liebe Leute, wir haben nächstes Mal wirklich so gut wie nichts mehr. Es gibt nur noch. Sehen wir das hier? Ja, hier sehen wir es dann noch. Da. Die Kuppel. Die machen wir noch. Und dann kommt nachher die grosse Halle. Und mit der starten wir garantiert nächstes Mal am Dienstag. Es war ja fast schon eine Punktlandung wieder heute und hat mir sehr viel Spass gemacht, mit euch ein bisschen rumzublödeln. Ich verabschiede mich jetzt aber. Ich habe, wie ich eingangs gesagt habe, noch ein Sieg voll Arbeit. Wenn ihr mir helfen wollt, absolut immer gerne, dann gehe ich jetzt ein bisschen päuseln und einen Kaffee nehmen und dann könnt ihr dort für mich ein bisschen umproduct managern. Und dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Morgen, wie gesagt, der Troy hat keinen Stream, er hat auch keinen Tech-Talk, er hat einfach gar nichts, er macht gar nichts. Er hockt nur voll daheim rum und macht irgendwelche YouTube-Tutorials für StreamerBot. Aber am Freitag ist Steffi wieder da, wo ja aus der Ferien zurück ist. Ich weiss nur leider nicht, was sie dort euch genau will präsentieren. Vielleicht nochmal ein bisschen Civilization. Wir werden es herausfinden. Und dann wünsche ich euch noch eine wundertolle Woche. Merci 4000 Mal, dass ihr Hallo sagen und ein bisschen mit mir abgehängt sind. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt's gut und tschüss miteinander.